Die Stimmen zum Spieltag werden Ihnen präsentiert von Sandro Calzone, offizieller Partner des RBE. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben gerade live nach Schweden geschaltet. Es geht um die Campusliga Hannover und den Rasenball Anton. Bei uns ist jetzt, oder mit uns verbunden, ist jetzt das Vorstandsmitglied Oliver Wiedmann von Rasenball Anton. Hallo, Herr Wiedmann. Na, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schöne Grüße aus Schweden. Ja, der RBE startet ja morgen in die neue Saison. Wie bewerten Sie denn allgemein momentan den Kader, die Zu- und Abgänge des RBE? Was können Sie uns dazu verraten? Ja, man muss sagen, da ich jetzt natürlich auch nicht direkt vor Ort war, sondern nur aus der Ferne hier so alles mitbekommen habe von meinen anderen Vorstandsmitgliedern, muss man aber schon sagen, dass sich der Kader natürlich, wie man auch an der Anzahl schon sieht, mit 17 Spielern deutlich in die Breite entwickelt hat. Ja. Aber natürlich, wie Sie schon richtig sagten, ja einige Abgänge leider. Ja, vor allem zu nennen da Philipp Spalek. Das ist natürlich schade, dass man immer solche Spieler gehen. Aber man muss es halt auch verstehen, nach einer starken Saison, dass dann auch andere Türen sich öffnen, ja, wo dann eben die Spieler auch teilweise den Weg weitersuchen, neue Herausforderungen suchen. Das ist natürlich immer schade, aber man muss auch die andere Seite sehen. Zum einen Zugänge, die wir haben, aber zum anderen auch wichtige Spieler gehalten. Das ist auch immer wichtig. Ja, zum Beispiel neben den Kräften wie zum Beispiel Pause, Greve, Torwartposition, Stimmbeck gehalten, aber natürlich auch wichtige Spieler wie Alexander Greve. Ja. Da dachte jeder, vielleicht wechselt er, aber nein, ist beim RBE geblieben, das ist natürlich auch erfreulich. Und da muss man eben drauf aufbauen, solche Spieler zu halten und dann auch positiv in die Zukunft gucken. Ja, okay. Wie werden Sie denn allgemein, kann man sagen, der Kader ist stärker geworden? Kann man sagen, der durch die Breite vielleicht auch ausgeglichener? Oder wie bewerten Sie das? Ja, ich denke schon, dann muss man erst die ersten Spiele der Saison abwarten, um da sich ein genaues Urteil zu bilden. Aber ich sag mal, so viel an dem Kader, den wir jetzt haben, an dem lasse ich mich messen. Ja, also wenn das jetzt nach hinten losgeht, dann nehme ich das auch mit auf meine Kappe. Aber ich denke auf jeden Fall, dass wir da in der Breite deutlich stärker aufgestellt sind. Und so wie ich es gehört habe, sind da auch 2, 3 Kategorie A-Transfers wieder dabei. Ja. Aber natürlich möchte ich jetzt ungern Namen nennen, um da den Spieler nicht noch zu sehr unnötig Druck aufzubauen. Okay. Und was sagen Sie denn allgemein zu den Abgängen? Zum Beispiel Herr Klaas Krause auf links war ja schon stark, ne? Also ich weiß nicht, also Philipp Spalek hinten auch solide gespielt. Also wird da die Schwäche oder haben Sie adäquaten Ersatz gefunden, können Sie sagen? Da muss ich natürlich zeigen, ja klar, die Abgänge sind natürlich, da reißt natürlich ein Loch. Ja, ist die Frage, wie man die ersetzen kann. Wir haben jetzt natürlich da mit Stieglitz auf links nachgeholt, hinten in Libero-Position auch nachgeholt. Da muss ich natürlich erstmal zeigen, ob die Spieler einschlagen oder nicht, aber ich bin da durchaus positiver Dinge, dass das klappt und wir die Ausfälle kompensieren können. Okay, vielen Dank erstmal. Dann, ja, Herr Wiedmann, wie sehen Sie denn den RBE? Wo sehen Sie den RBE? Mal zum Saisonausblick. Haben Sie sich spezielle Ziele gesteckt für Rasenball Anton oder gibt es da jetzt nichts Spezielles, kein spezielles Ziel aufgrund der vielen neuen Leute, der einigen wichtigen Abgänge? Kann man das sagen? Was sagen Sie dazu? Na, natürlich eine gute Frage. Es ist immer aus meiner Sicht wichtig, die Ziele zu setzen. Aber natürlich, wie gesagt, wie Sie schon richtig gesagt haben, mit dem neuen Kader und einige neue Mannschaften in der Campusliga drinnen, da ist es natürlich immer schwierig, da ein Ziel zu definieren oder zu gucken, wo man steht. Ich denke, das werden die ersten Spieltage zeigen, aber insgesamt mit dem Kader denke ich schon, dass wir uns da nicht verstecken müssen. Auch wenn wir natürlich mit dem Losglück nicht ganz so hold waren, ja, mit dem OSC Nille, den Titelverteidiger drin, mit dem ersten FC Conti, eine Mannschaft, die immer wieder oben mitspielt, mit in der Gruppe. Da sind natürlich schon 2 Bretter. Ja. Aber insgesamt, denke ich, muss man sich mit unserer Truppe nicht verstecken. Da sind die Playoffs drin, gerade wenn man vielleicht dem einen oder anderen Favoriten da ein Bein stellen kann und die anderen Spiele solide durchzieht. Also Stichwort FC Buri, ja, das wollen wir ja nicht nochmal erleben. Da haben sie ja wirklich ein gutes 3:3, kann man schon sagen, errungen, einem Favoriten durchaus ein Bein gestellt, sodass er die Playoffs nicht erreicht hat. Also das wollen wir am besten nicht nochmal erleben, würde ich sagen, oder? Wie haben Sie das damals erlebt? Ja, das waren natürlich Bilder, die man nicht mehr so schnell vergisst. Sowas prägt sich ein. Ich denke, damit haben wir uns auch in der Campusliga durchaus einen Namen gemacht mit positiv. Ja. Der FC Buri war wahrscheinlich eher negativ, eher durch Aggression nachgespielt. Also sowas will man natürlich auf dem Platz überhaupt nicht sehen. Ja. Aber das war natürlich schon, also auch, da haben wir es unnötig spannend gemacht am Ende, ja, mit den 2 Toren in der letzten Minute. Ja. Aber natürlich, ja, sowas muss man nicht nochmal sehen. Da
ging natürlich bei einigen FC Gurin-Spielern brannten da die Sicherungen durch. Aber da kann man ja auch wirklich, falls dies nochmal vorkommen sollte, kann man ja wirklich vom Glück reden, dass sie Herrn Grebe gehalten haben, weil der hatte da alles im Griff und der hat das auch alles schön beruhigt, wie ja. Er damals auch im Interview gesagt hatte danach. Also da muss man ihn nochmal loben im Nachhinein, das hat er schon gut gemacht, ne? Ja, auf jeden Fall. Also da muss man sich auch wirklich nochmal von höchster Stufe bedanken. Der war einer der ersten, der ins Geschehen, also dazwischen ging und da die Gemüter beruhigt hatte zwischen Schiedsrichter und gegnerischen Spielern. Ja. Ja, und dann da minutenlang, ich glaube, am Ende waren es bestimmt 10, 15 Minuten, da wirklich eingeredet hat auf die anderen Spieler und da wirklich vermittelt hat, kann man sagen. Und dass es dann am Ende noch so ein halbwegs positives Ende genommen hat, ist auch ein Verdienst von ihm, ja. Ja, okay. Also wie gesagt, noch zusammen, also festzuhalten ist auf jeden Fall, der RBE möchte sich für die Playoffs qualifizieren, kann man so sagen. Ja, kann und muss man eigentlich so festhalten bei dem Kader, denke ich schon, ja. Okay, alles klar. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Thema, das ich hier vorliegen habe. Und zwar geht es um die Fans, um Social Media. Wir haben gesehen, dass der Rasenball Anton schon recht viele Likes hat. Momentan Führender der Campusliga ist mit 116, wie ich das gerade gesehen habe. Was sagen Sie dazu? Freut Sie das? Wie kommt es zu der letzten Entwicklung in diesem Bereich? Ja, das ist natürlich eine Entwicklung, muss ich sagen, die mich sehr freut. Da zeigt man eben auch, dass unsere Arbeit im gesamten Verein Früchte trägt und dass man eben auch belohnt wird, vor allem für die letzte Saison. Dass ich da eben ja kontinuierlich neue Likes hinzukommen, neue Fans hinzukommen. Ja, und das zeigt eben auch, dass die Fans ja unsere Arbeit, die wir machen, annehmen. Und das eben auch ständig weiter wächst und das ist gut so. Aber ja, auf der anderen Seite natürlich, ja, viele Fans, viele Likes und so weiter ist natürlich auch im Gegenzug eine große Verpflichtung, die man dem gegenüber hat. Ja, da wollen die Fans natürlich auch zum einen gute Spiele sehen, aber zum anderen natürlich auch Fannähe haben. Also ja, dass man vielleicht ein bisschen an die Spiele, an den Vorstand rankommt und das ist natürlich immer nicht so leicht, da den Spagat zu finden. Aber ich denke, da haben wir viele gute Leute im Team, die sich darum kümmern werden. Und ich denke, das sieht ganz gut aus. Es sind jetzt auch Live-Ticker, also es ist in der Planung, dass es auch jetzt jedem Spiel einen Live-Ticker gibt, haben wir gehört. Ist das wichtig? Ja, es durchaus richtig, ja, dass man, wenn natürlich viele Fans auch von außerhalb kommen, jetzt nicht unbedingt in Hannover am Platz vor Ort sein können, sondern auch weit verstreut in Deutschland, teilweise auch außerhalb Deutschlands, über die Grenzen hinaus viele Fans sind und da ist natürlich auch immer wichtig, dass die möglichst live und aktuell über die Spielstände und über wichtige Sachen informiert werden. Und gerade da ist natürlich wichtig, dann wirklich immer möglichst schnell jeden zu informieren und da vielleicht auch neben Facebook andere Medien zu nutzen, dass eben wirklich jeder erreicht werden kann. Ja, wir haben auch gehört, dass Herr Ulitsch und Herr Spalek, die ja jeweils in Amsterdam und Dortmund mittlerweile sind, sich gerne da informieren lassen. Stimmt also, haben Sie noch Kontakt zu den Spielern? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, na klar, das sind natürlich alte Spieler, die der Mannschaft viel bedeutet haben, die dem RBE auch immer noch am Herzen hängen. Und natürlich hält man da hier und da immer noch Kontakt mit ein paar Anrufen oder SMS und so weiter. Das ist auch wichtig, weil man weiß es nie, vielleicht kommen die Spieler nochmal zurück. Und es ist immer wichtig, da nochmal Kontakt zu halten zu solch zwei Ikonen, sage ich mal, des Rasenballsports, dass man da immer nochmal die nicht aus den Augen verliert. Okay. Und Ausweitungen auf Twitter und Instagram sind mittlerweile auch geplant, habe ich gelesen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wir sind da, will ich nicht so viele Worte drüber verlieren, noch so ein bisschen in der Planungsphase. Aber uns ist es eben schon wichtig, nicht nur auf einem Medium wie zum Beispiel Facebook zurückzugreifen, sondern schon viele verschiedene zu nutzen, um eben auch viele Menschen zu erreichen und da eben auch so einen Spagat hinzukriegen zwischen mehreren Medien. Okay, alles klar. Dann kommen wir noch eben zum Spiel am morgigen Donnerstag gegen Hier könnte Ihr Name stehen. Wie wir schon gelesen haben, ein unbeschriebenes Blatt der Campusliga-Geschichte. Können Sie eine Einschätzung vom Gegner geben oder wissen Sie gar nicht, was Sie erwartet? Ja, es wird natürlich ein interessantes Spiel morgen, ja, wie Sie schon richtig sagen, unbeschriebenes Blatt, erste Mal dabei in der Liga. Aber wir sind natürlich da nicht komplett unvorbereitet. Ja, wir haben natürlich einige Scouts und Beobachter beim Training vorbeigeschickt, geheim. Da will ich jetzt auch nicht zu viel drüber verlieren, falls jetzt auch die gegnerischen Spieler gerade nochmal das Interview jetzt irgendwie vorher hören können. Ja. Aber ich sage nur so viel, wir sind vorbereitet, wir wissen, was uns ungefähr erwartet. Und ich denke, das ist ein Gegner, vor dem wir uns nicht verstecken brauchen und wir sind vorbereitet und wissen, was wir zu tun haben. Also geben Sie denn gar keine interne heraus, wie beispielsweise Aufstellung, haben Sie da schon wirklich eine genaue Aufstellung vor Augen? Wissen Sie schon weiter was? Wollen Sie uns irgendwas erzählen oder kann man das gar nicht sagen?
Also wir haben da natürlich intern schon lange und viel drüber beraten, wie man auch die Neuzugänge integrieren kann und so weiter, aber sehen Sie es mir nach, dass ich das jetzt natürlich hier nicht in Interviews, die interner veröffentlichen kann. Ja, das sieht man dann eben für die Öffentlichkeit dann leider erst auf dem Platz. Okay. Die bisherigen Trainingseinheiten liefen durchaus positiv, wie wir erfahren haben. Können Sie dazu was sagen? Haben Sie da Informationen erhalten nach Schweden jeweils oder was haben Sie davon gehört? Ja, das wurde mir natürlich alles berichtet, alles zugetragen, sofort nach den Trainings, auch mit teilweise sogar Live-Bildern nochmal, dass ich mich auch persönlich ein bisschen überzeugen kann. Okay. Und da muss man schon sagen, kann man wirklich durchaus zufrieden sein. Ja, drei Trainingseinheiten, zwei davon sogar auf den Plätzen, wo gespielt wird, dass man sich da auch gut darauf einstellen konnte bei verschiedenen Witterungsbedingungen. Also das muss ich schon sagen, war ich sehr zufrieden mit der Vorbereitung, lief besser als im letzten Jahr und da ist wirklich einiges zu erwarten. Also man kann auf jeden Fall festhalten, die Mannschaft ist fit. Aber wie sehr oder wie sahen die Laktattests aus? Konnte man dazu was sagen? Können Sie dazu was sagen? Ja, da kann man durchaus was sagen, die fielen alle, wirklich alle durchweg positiv aus. Also da ist einige Spieler stechen sogar positiv heraus, aber es ist wirklich jetzt keine beunruhigenden Werte, keiner unter dem Durchschnitt sonst. Also das Also ist, wir da kann man haben sehr zufrieden unter sein. anderem, ja, Entschuldigung, wir haben unter anderem gehört, dass spezielle Spieler 2 bis 3 Mal um den Maschsee laufen täglich. Ist das richtig? Ja, auch da kann man Namen nennen. Das muss man wirklich auch mal hervorheben, dass Spieler wie Alexander Greve sich wirklich schon Monate vor der eigentlichen Saison vorbereiten. Auch im Winter, wo das Fußballspielen ja schwerfällt, da Ja. wird gelaufen, bis die Schuhe brennen, also wirklich. Und dann hin und her um den Maschsee im Fitnessstudio, also da muss man wirklich schon sagen, da haben wir einige positive Beispiele in der Mannschaft, die da Okay. wirklich großen Ehrgeiz haben. Alles klar, dann hätten wir es erstmal fürs Erste. Dann bedanke ich mich recht herzlich und viele Grüße nach Schweden, Herr Wiedmann. Ja, vielen Dank für das Interview. Bis bald. Okay, tschüss. Die Stimmen zum Spieltag wurden Ihnen präsentiert von Santo Calzone, offizieller Partner des RBE.